Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf den Home Trails unterwegs und hier vor mir, Leute, ein bisschen einholen. Aber Marc Bartsch und Stand! Und er ist heute zu Besuch. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns ja selten. Und da ich das Stevens gerade da habe, fährt er heute mein Levo. Wo gerade der Dämpfer ein bisschen komisch war. Aber gucken wir mal. Eventuell muss ich da dann auch mal einen Service machen. Alles braucht einen Service. Wenn da draußen irgendjemand das kann, einen Laden hat und das mal machen möchte, können wir gerne ein Video drüber drehen. Schreibt mir gerne. Können wir auf jeden Fall machen. Ja, wir radeln mal hoch und da vorne haben wir noch wen am Start. Den zeige ich euch jetzt mal. Er haut ab. Die Frau und ich ab. Da bist du an die 25 km/h gekommen, aber Feierabend. Ja, mit einem Disco-Bike unterwegs. Mit einem Disco-Bike, ja. Das ist das Regenbogenfahrrad 2.0. Ja, wir sind im ersten Trail. Den fahren wir uns gemütlich ein. Viel Gewicht auf den Lenker und dann Vorderradbremse. Okay. Nicht die Hinterradbremse. Das wäre nicht mein E-Bike, ne? Ne, warum? Ja, wenn ich E-Bike fahre, willst du volle Power? Dann will ich Full Power hoch. Taugt mir jetzt schon nicht. Alles okay, ne? Und fährt sich ja auch geil, bestimmt auch bergab geiler als so ein schweres. Ja. Aber ist halt, ist halt 35, 50, 70. Ja, also ich bräuchte schon 70. Und 85 kennst du ja noch vom Fokus. Ja, stimmt. So, Leute, ich bin gespannt, ob der Dämpfer durchschlägt am Levo. Sonst müssen wir gleich hier Bikes swappen und tauschen. Wenn beim Mark oder der Marc darf nichts droppen und nichts springen. Aber wir haben auch keine großen Sprünge hier, ne? Ich würde sagen, wir fahren das hier bis zur Hälfte, weil ganz runter ist Quatsch. Und dann fahren wir wieder hoch. Und dann fahren wir einmal ganz hoch, dann gibt es noch einen anderen Trail. Ja. Also ich habe viele neue Trails gefunden. Super. Die kennst du alle noch nicht. Nee. Let's go, ja. Helmrutsch. Helmrutsch, Brille ist weg. Im Vorderrad landen ist richtig, ne? Ja. Mit dem Vorderrad in die Landung rein, ja. Wenn man dann zu lange auf dem Vorderrad bleibt, ist blöd, ne? Und was sagt der Dämpfer? Hat überlebt? Ja, also vieles nicht mehr, ne? Aber das ist okay. Aber nicht durch. Bin ja auch gesprungen, ne? Nicht durch. Ja, man soll ja den ganzen Federweg ausnutzen, ne? Ja, wir können zum Warmrollen das kleine Stückchen hier rollen. Und dann, wir haben ja E-Bike. Oh, Mocke. Hinter mir sind die ganzen Fahrer hier, die nie im Matsch waren. Fahrt die Highline, Jungs! Hier ist weniger Matsch. Geil! Yeah, yeah, yeah. Hey Leute, was sagt ihr zum ersten Trail? Super! Ja, den fahren wir heute noch ein paar Mal. Und Marvin. Marvin? Dem hat keiner Bescheid gesagt, ne? Ey, das war ja jetzt echt eine spontane Nummer hier. Wir fahren jetzt einmal nochmal hoch. Und dann fahren wir einen etwas längeren Trail, der am Ende vielleicht ein bisschen mockig ist. Bisschen. Ja, du bist ein bisschen mockig. Der Marc ist noch da.
Ich auch, ich kann gar nichts mehr sehen. Ich auch, ey. Waren da. Ein paar Querwurzeln hättest du aber auch mal erwähnt. Ja. Leichte Linkskurve und ich denk so, nee, da bist du zu schnell. Voll geradeaus und so einen Busch rein. Oh. Ja, wir müssen da runter. Ja, ich. Danke. Echt? Ja, das ist die Joa Savage. Boah, Junge, hinter dir fahren ist aber auch mit Ständer fahren. Ja, oder? Ist geil, ne? Man nimmt den Fahrradständer. Was ist eigentlich los mit ihm? Der hat richtig gute Laune jetzt. Die letzten zwei Tage war der so deprimiert, weil er nur arbeiten musste. Und jetzt ist er mit uns im Wald und hat gute Laune. Das ist wieder das beste Beispiel. Dann machen wir eine kurze Teambesprechung. Ja. Das ist jetzt ein sehr flowiger Trail. Zu Ihrer Rechten auf halber Strecke sehen Sie auch einen Hochsitz. Das Klopapier, das ist für die, die schon vorher sehr viel Angst haben. Der Ende kann ein bisschen matschig sein. Da sammelt sich immer ein bisschen die Mocke. Mit der Guide R würde ich empfehlen, frühzeitig zu bremsen. Das geht nicht. Also schon oben anfangen zu bremsen. Mir ist schwindelig. Mit der auch frühzeitig anfangen zu bremsen am Ende vom Trail. Ich kann mit der XC natürlich auch in den letzten Metern erst bremsen. Vorsicht, hier unten ist tiefer Matsch. Also tiefer Matsch? Ich hab grad so reinpedaliert. Ich seh nix, ey. Dass ich so nah hinter dir war, dass ich die Kurve nicht gesehen hab, weil ich jetzt auf dein Rad gefahren bin. Ja. So Leute, wir sind am Ende der Tour. Der Steve fährt gerade nach Hause. Der Max ist noch da, weil wir gehen jetzt gleich noch gemütlich was essen. Auf mit dem YouTube, das wird nix. Wir gehen jetzt gleich gemütlich noch was essen. Der Dämpfer tut es irgendwie noch, glaube ich. Ne? Ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Nee, also es ist nicht schlimmer geworden als vorher. Aber der muss auf jeden Fall mal in Service. Ja. Das Stevens geht jetzt bald wahrscheinlich zum Thomas zurück und das heißt, ich brauche ein neues E-Bike, solange er das Fahrwerk hier in Service muss. Wobei ich ja noch einen Dämpfer habe, muss mal gucken gleich, den Originaldämpfer, den werde ich wahrscheinlich dann da reinpacken in der Zeit. Aber ich weiß ja gar nicht, wer einen Cane Creek Service macht. Ne? Cane Creek wahrscheinlich. Ja, muss ich wahrscheinlich da einschicken. Ne? Naja. Gut Leute, lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns in den nächsten Videos. Schaut bei Marc vorbei am Kanal, weil da gibt es auch wieder Videos. Und gar nicht mal so unregelmäßig. Ne? Ja, ich versuche mein Bestes. Ja, und wenn ihr euch für Tech und Talk interessiert, ich finde, da seid ihr an der richtigen Adresse. Das, was ich da nämlich zu wenig an Verständnis und Meinung habe, hat der Marc auf jeden Fall. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.